halt immer mit. Ich weiß ja nicht, wann du das Mikro aufmachst. Das ist doch nicht fair. 0:53. Radio Sowie Faxrunde, erster Teil. Nach wie vor Faxen 0391 630 439. Auch ruhig die Meinung zu dieser heiteren, beliebten Stegreif-Sendung. Nö, das war nicht abgemacht. Besser, wir wollen keine Meinungen. Keine Meinung. Hast du Faxe da drüben? Nö. Fangen wir mal an. Soll ich anfangen, ja? Wieso muss ich eigentlich anfangen? Ja, lass mich mal anfangen. Ja, du fängst mal an jetzt hier an. Also, Nachtchat im virtuellen Funkhaus im Internet von Radio SAW. Hallo Marc, hallo Toni, hier ist der Yogi aus Wienenburg, ehemals Liebenburger. Ist ja völlig uninteressant eigentlich. Aber egal. Gebt doch bitte mal bekannt, dass ich alle Radio SAW höre im Internetanschluss sofort in das virtuelle Funkhaus von Radio SAW im Internet begeben sollen. Denn, das kommt jetzt von mir, Anmerkung der Redaktion, steht da meistens in Zeitung, Anmerkung der Redaktion, wir sind im Internet! Wir sind im Internet, Marc! Unsere Adresse war www.radiosaw.de. Ohne Punkt. Ohne Punkt. Nochmal, www.radiosaw.de. Dann das virtuelle Funkhaus und dort findet man nämlich momentan, jetzt weiter im Text, dort findet man momentan in der Kantine des virtuellen Funkhauses den ersten offiziellen Nachtchat. Schön. Der findet dort statt. Super. Ich weiß nicht, was das ist, aber das Fax hier finde ich besonders schön. Knecht Ruprecht hat uns jüngst beschert. Ist das denn jetzt noch einen Auftritt wert? Na prima. Marc dagegen ist der Mann, der uns nächtlich bescheren kann. Ja, aber leise, ja. In diesem Sinne, euch beiden alles Gute und vor allem... Guten Rutsch, du kannst ja nicht mal lesen. Kann kein Mensch lesen. Ja, guten Rutsch irgendwie. Danke und tschüss ins neue Jahr ohne Schmerzen hier. Ralf hat gefaxt. Oh, das ist an mich hier. Hallo Toni. Ich habe jetzt was ganz Gemeines. Gut, an den Regler muss ich schon noch kommen. Ja, du musst also woanders dein Fax hinpacken. Sei nicht so labil. Ich habe jetzt was ganz Gemeines mit dir vor. Du bist nämlich gleich Opfer und Vollstrecker. Wieso? Wieso? Ich weiß, es ist schwer, aber gib doch Marc bitte mal... Nein, das mache ich nicht. Es ist schwer, aber gib doch Marc bitte mal ein Küsschen von mir. Ach nee, lass mal. Weiter im Text, keine Panik, Desinfizierungsspray und Verbandskasten liegen bereit. Und falls du dir dein Essen nochmal durch den Kopf gehen lassen willst, denk dran, bitte nicht aufs Mikro. Also deswegen mache ich es auch gar nicht. PS, es ist ja eine Wucht, euch zuzuhören, ob das rein optisch auch so ein Vergnügen ist. Ja. Das kann ich nicht sagen. Nee, Marc ist ja da. Also, nö, ist es nicht. Ja, krieg ich jetzt ein Küsschen oder nicht? Na? Nee, ich rufe Jeanette Berger. Jeanette Berger? Ja, die hat noch 4 Minuten Zeit. Das gibt Ärger. Jeanette! Kann ich mal bitte Marc abcuten? Zum Schreien hier. Jeanette kommt schon. Jeanette? The best station in the nation. Moment, Jeanette ist da. Jeanette. Kurzrunde, erster Teil, morgen. Hallo, hier ist Silvio aus Gera. Schieß los. Also, ich wollte eigentlich nur mal kurz grüßen. Ach. René aus Gera. Und Sven und Yvonne mit Küsschen. Ein Küsschen. Hier ist die Kurzgrußrunde, morgen. Ja, hallo Marc. Wie schaut's, ne? Wie steht's und so? Ja, prima, es steht. Ja, ehrlich? Es steht wirklich. Ist ja eklig. Du, das ist ja die Kurzgrußrunde. So. Achso, ja, ich grüße erstmal alle, die ich kenne, ne? Vor allem den Marc und die SAW-Runde, ne? Und vor allem die letzte Runde hier von deiner Party, ne? Jo, alles also klar. Also wirklich, mit einem Küsschen, ne? Jo. Ein Küsschen. Wir haben zwei Flitzerblitzer zu verkünden. Wenn sie so fahren... In Halle in der Waldstraße, dann sind sie abgelichtet, garantiert, oder werden sie abgelichtet. Und wenn sie so fahren, in Wallendorf auf der B181, dann gibt es auch ein hübsches Foto von Ihnen und Ihrem Auto. Also machen Sie es nicht, sondern fahren Sie so. Egal wie Sie fahren, sollten Sie die Sonnenbrille heute nicht vergessen, denn es wird den ganzen Tag über sonnig sein, es bleibt niederschlagsfrei. Bei Temperaturen im Harz zwischen 0 und 4. Und im flachen Peter Graf, wir haben Sie alle verfolgt. Ort. Was denn? Kein Land. Ort. Urlaubsort, ja. Entschuldigung. Wir haben es gestern alle verfolgt. Die Staatsanwaltschaft hat im Prozess gegen den Vater von Steffi Graf, gegen Peter Graf, nämlich eine ziemlich hohe Haftstrafe gefordert. Mhm. 6 Jahre, 9 Monate soll Peter Graf nach Meinung der Staatsanwälte in das Gefängnis gehen. Daraufhin ist der gute Peter gestern erstmal nach Stockholm geflogen, du. Ach was? Mhm. Wollte sich erholen von dem Schock, oder was? Nee, der will sich nicht erholen, du. Nee. Hä? Warum ist er dann nach Stockholm geflogen? Das kann ich dir sagen. Er will sich schon mal an schwedische Gardinen gewöhnen. Hey. Radio SAW Mokko. Am Mittwochmorgen. Das sind Schlagzeilen, die gefallen.
gefallen mir, mein Lieber. Was denn zum Beispiel? Ja, hier, erste Seite mal wieder. Das ist vor allen Dingen, das ist eine Schlagzeile, die wörtlich zu nehmen ist. Verstehst du? Da weißt du wenigstens, was Sache ist. Ich weiß nicht, was du meinst. Dienstflüge in die Schweiz, danach steht's Süßmut. Und dann kommt ein Absatz und da heißt es, der Kanzler haut auf den Tisch. Oh wei. Wir haben natürlich unsere Mikrofone am Kanzlertisch gehabt. Mhm. Und so hat sich das Ganze abgespielt. Also. Hoppala. Da hat er anstelle des Tisches aus Versehen die Platte von Nobby Blüm getroffen, oder? Baumann und Klausen. Ja, Oberamtsrat Alfred Klausen. Morgens, Alfred. Na, wie ist? Hans Werner, halt dich fest. Wieso, was ist denn? Gerade frisch eingetroffen. Käffchen? Nein. Dann wäre ich ja nicht so geschockt. Oh mein Gott, ich hab's. Sag's. Du meinst sicher, der erste Antrag des Jahres 1997 ist da. So ist es. Oh Mann, das ist ja schrecklich. Ja. Wie sieht er denn aus? Ja, grüne Umschlagpappe, 23 Seiten stark, Lochstreifen, Messingbeschlag und Inhaltsverzeichnis im Karo-Muster. Was hast du jetzt vor? Also, anfassen werde ich den nicht. Nein, das kann ich verstehen. Und Formfehler? Ich meine, hat der Antrag Formfehler? Dann könntest du ihn erstmal wieder zurückschicken. Warte, nee. Hier steht alles richtig. Zu Händen Amtsrat Alfred Klausen. Oberamtsrat? Was? Du bist doch Oberamtsrat. Ja, stimmt. Das gibt's ja wohl nicht. Den werde ich verklagen. Das ist eine Beamtenbeleidigung. Ja, verklagen wirst du ihn wohl nicht können, aber du kannst den Antrag ja wenigstens jetzt erstmal zurückschicken. Hans-Werner, du bist ein prima Kerl. Darauf hole ich mir erstmal ein Käffchen bei dir ab. Ein geizhaltes Käffchen bei mir. Radio SAW aktuell. Nachrichten aus Sachsen-Anhalt und der Welt mit Jeanette Berger. 1 Uhr, guten Morgen. Dauerfrost hat Sachsen-Anhalt im Griff. Teenager in Herne mit Gaspistole erschossen. 20 Geiseln aus Botschaft in Lima freigelassen. Mit Temperaturen bis zu 20 Grad unter Null hat der Dauerfrost Sachsen-Anhalt weiterhin fest im Griff. Die Schifffahrt auf Oberelbe und Mittellandkanal ist eingestellt worden. Auch das Schiffshebewerk in Magdeburg-Rotensee musste geschlossen werden. Aus Sicherheitsgründen musste das auf der Elbe in Magdeburg liegende Spielbankschiff in einen sicheren Hafen umziehen. Extrem ist die Situation derzeit im Harz. Dort können sich die Wintersportorte kaum noch vor dem Besucheransturm retten. Der Abschlussbericht zur Sicherung der früheren Kaligrube Teutschental nach dem Gebirgsschlag im September wird frühestens Ende Februar vorliegen. Die dafür notwendigen Untersuchungen seien aber abgeschlossen, erklärte das Bergamt Halle. Der Gebirgsschlag hatte im Süden Sachsen-Anhalts zu Erschütterungen mit Stärken von bis zu 5,5 auf der Richterskala geführt. Ein 15-jähriges Mädchen ist am Abend in Herne von einem unbekannten Täter mit einer Gaspistole erschossen worden. Wie die Polizei in Bochum berichtete, war das Mädchen in Begleitung zweier junger Männer aus einem Haus im Stadtteil Eickel getreten. Dann kam ein anderer Mann auf die Gruppe zu, setzte dem Mädchen die Gaspistole auf den Hals, drückte ab und flüchtete. Weitere Einzelheiten sind derzeit noch nicht bekannt. Ins Ausland. Nach einem ersten direkten Kontakt zwischen den Geiselnehmern und der Regierung in Lima sind am Abend 20 weitere Geiseln freigelassen worden. Unter den Männern waren die Botschafter Malaysias und der Dominikanischen Republik. Bei den anderen handelt es sich um Unternehmer und Firmenvertreter Japans. Damit sind noch 83 Menschen in der japanischen Botschaft in der Hand der Tupac Amaru Guerillas, die inhaftierte Gesinnungsgenossen freipressen wollen. Die Rebellen erklärten, die jüngste Freilassung sei ein Zeichen des guten Willens zur friedlichen Lösung des Konflikts. Die Gegner der fundamentalistischen Taliban-Miliz haben am Abend Luftangriffe auf mehrere Viertel der afghanischen Hauptstadt Kabul geflogen. Bei den Angriffen seien aus einem Kampfflugzeug mindestens 2 Bomben abgeworfen worden, berichten Augenzeugen. Die Taliban hatten Kabul Ende September erobert
um einen islamischen Gottesstaat auszurufen. Das war Radio SAW aktuell. Die nächsten Nachrichten um 2 Uhr. Heute ist Samstag, nein, Sonntag, der 29. Dezember 1996, 1.03 Uhr, der Radio SAW Service, keine akuten Verkehrsstörungsmeldungen, weiterhin gute Fahrt mit dem muntersten Nachtprogramm weit und breit. Das ist doch so wahnsinnig, wer ist wieder hier? Radio SAW, Peter. Diese Sendung ist blöd. Und Radio SAW. Toni geht weiter. Ich verstehe gar nicht mehr. Geht's gleich los. In dieser anderen beliebten Stehgreif-Sendung den Mann, auf den die Frauen Sachsen-Anhalts stehen. Ach. Toni Ruprecht. Das war, als ich 30 Kilo weniger hatte. Vor 18 Jahren. Ja. Nun sag mich auch noch an, bitte. Ja. Vielleicht in 18 Jahren stehen alle Frauen auf dich, wenn du 30 Kilo mehr hast. Der Mann, der nur 46 Kilo wiegt, Marc Angetein. Toni, nächstes Mal vielleicht nur im Instrumental-Teil. Nein, möchte ich nicht. Nicht auf den Gesang spielen. Nein, das ist egal. Das kennen die Leute inzwischen. Aber nur von dir. Ja, stimmt. Ladies and Gentlemen, the show is about to begin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, bei uns im Programm geht es nun weiter mit einem großen Reigen fröhlicher Melodien, dargeboten von beliebten Orchestern und bekannten Stimmen. Ein bunter Strauß blumiger Gratulationen. Das Glückwunschkonzert. Der prickelnde Unterhaltungscocktail, wie immer farisch gemixt und charmant serviert von Sebastian Boshafter. Das ist natürlich schon deine alte Heimat. Ja, ja, ne? Ja. Das ist meine Heimat. The Dance Hour. You're now entering the world of today's technology. This is a special tribute to all the party people around this planet. Fete! Fete! Welcome to the world of rhythm. Geben Sie Acht. Wenn Sie was hören oder sehen, dann rufen Sie an. Jetzt anrufen 0391 6374. Die letzte Fete des Jahres 1996. Heute Angerstein mit Verstärkung. Toni Macaroni ist da. Und der Hörer freut sich. Der Hörer ist begeistert. Oder nicht? Was hast du gerade gesagt? Du Schlingel, du Pappnase? Ich dachte, du bist auch da, habe ich gedacht. Gesichtskrapf.
Du hast gesagt, die Leute sollen anrufen? Ja, habe ich gesagt. Ja. Nehmen wir mal einen rein hier, ein Leutsch. Morgen, Leutsch. Ja, guten Morgen. Siehst du, die, das Ding, das macht wohl. Die Mädelquote ist heute höher als sonst, ehrlich. Mhm. Mhm. Hallo. Ja. Wir freuen uns, dass du hier anrufst. Ich Wer bist denn du? Nicht, weil ich durchgekommen bin. Ja. Wer bist denn du? Ingrid aus Magdeburg. Ingrid. Ich wollte eigentlich mal nachfragen, wie kann man bei euch Moderator werden? Das hat bei uns noch keiner begriffen. Das wissen wir. Du, die haben uns wahllos von der Straße hier reingeschleppt. Ja. Ich war gerade tanken an Aral. Ja? Wirklich? Und wie bist du aus dem Blaumann rausgekommen? Also dem war ich erst vor einer Woche. Was machst du? Vor einer Woche war ich erst im Pflaumenbaum. Im Pflaumenbaum, ja. Nee, im Pflaumenbaum sind keine Agenten von Radio SAW. Müsstest du mal in die Mausefalle gehen? Oder ins Lacka, wie heißt das? Lacka-Setta. 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 Das ist diese unscheinbare Gartenlaube, in die so die überdachte Gartenlaube, ja, in der man übrigens sehr lecker isst. Ja, wie wir vorhin vor der Sendung. Das stimmt, ich bin immer noch kugelrot. Das war ich übrigens vorher auch. Ich muss pupsen. Also, was musst du? Wo ist das denn pupsen? Nun? Weiß ich immer noch nicht. Ich muss pupsen. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Keine Ahnung. So, was hat denn jetzt mein Auto kennt den Weg blind. Ich muss schon wieder pupsen. Jetzt hör endlich auf mit der Pupserei hier. Sag mal, wie viel hast du getrunken? Toni, wie viel hast du getrunken? Ich habe überhaupt nichts getrunken. Ich weiß, dass du einen Liter Orangensaft in dich hineingeflößt hast. Das stimmt. Ich bin nüchtern. Ich bin nüchtern. Wir sind immer nüchtern. Gut. Rundfunkmoderatoren sind immer nüchtern. Immer, auch wenn sie getrunken haben. Und wie wird man das? Was, nüchtern? Ganz einfach, du wartest, da wartest. Rundfunkmoderator. Achso, Entschuldigung. Rundfunkmoderator. Also, da, das würden wir auch gerne wissen. Ja. Wir vielleicht faxt uns jemand und sagt uns, wie das geht. Ja. Also der klassische Weg, glaube ich, habe ich mal gelesen, im Stern oder im Spiegel oder im Fokus ist, man geht erst zum Stern, Spiegel oder Fokus und bewirbt sich dann bei elektronischen Medien, was auch immer das sein mag. Kann ich erst mit euch kommen? Das ist dann Super Mario. Ja. Lieber Programmdirektor Mario A. Super. Super Mario. Wenn der dich entdeckt hat, dann wirst du Moderator hier. Ja. Ich glaube, da komme ich nicht hin. Nee, ich glaube auch nicht. Aber Ingrid, im Grunde kein Problem. Schreib uns doch mal einen Brief. Ich will Moderator werden, musst du draufschreiben. Ja. Und dann kommt es natürlich darauf an, ob du das richtige Radiogesicht hast. Ja. Also Foto beilegen. Man muss ein schönes Radiogesicht haben. Radio brauche ich ein Gesicht haben, wie eine Pfeife drei. Ja, sag doch gleich wie Toni Ruprecht. Kennst du Marc Angerstein? Nee, aber vielleicht so aus. Kann ja sein. Ingrid. Aschenbechergesicht. Ingrid. Ja, ich höre dich. Ingrid, wir müssen dringend Musik machen jetzt. Fete. Wir müssen dringend Musik machen. Am besten, wir machen nur noch Musik heute Nacht. Fete. Wir machen dringend Musik. Hier ist Mr. President. Dum, dum, dum. Du bist so dumm. Machst du noch einmal diesen lustigen Fisch, bitte? Ist der nicht super witzig? Super witzig. Ja. Ein Gesicht mit dem Blick eines, mit dem langweiligen Blick eines toten Karpfens. Ja. Toter, ja, so schaust du sowieso rein. Soll ich mal die fröhliche Robbe machen? Ja, mach mal fröhliche Robbe. Diese Sendung ist blöd. 1:22 Uhr, 8:02 Minuten, zwischendurch der Radio Service. Das Wetter heute am Tag. Stark bewölkt in der Altmark und in der Börde. Vereinzelt auch Schneefälle. Die Temperaturen im Flachland zwischen -7 und -10 Grad. Im Harz zwischen -9 und -13 Grad. Hier sind die weiteren Aussichten. Die weiteren Aussichten. Nein! Am Mittwoch und Donnerstag ziehen Wolkenfelder durch. Vereinzelt gibt es Schauer und die Temperaturen gehen wieder etwas zurück. Ja, das will ich nicht hören. Und die Windvorhersage bis heute Abend für die deutsche Wetterbahn. Nordwest um 5. Westliche Ostsee, West um 4. Und für die südliche Ostsee, schwach um 9. Das waren die Nachrichten. Aber jetzt von Autofahrer. Auf der A1 Richtung Dortmund kommt Ihnen ein Stau entgegen. Nicht schon wieder wenden, sondern rückwärtsgang einlegen. An der A530 spielen Rinder auf der Bahn. Drum passen Sie gut auf, dass Sie die nicht überfahren. Glatteis und Nebel, bitte fahren Sie nur Schritt.
Ich glaub, ich werd verrückt, mich überholt die KTB. A2 Richtung Hannover behindert Schnee den Verkehr. Bitte fahren Sie nicht zu langsam vor dem Räumungsfahrzeug her. Ich fahre täglich Auto, steh täglich auch im Stau. Und wo der gerade ist, sagt der Verkehr ziemlich genau. Ich höre immer Radio den lieben langen Tag und warte auf den Verkehrsinweis, den ich so gerne mag. 9 Stunden Wartezeit am Grenzübergang Guben. Wir bitten alle LKWs, hört doch mal auf zu hupen. Auf der Bundesstraße 2 ist die Fahrbahn wieder frei. Das Frühstück unserer Bauarbeiter ist wohl schon vorbei. Auf der Fahrbahn der A7 steht ein Sattelschlepper quer. Und können Sie nicht mehr bremsen, fahren Sie einfach runterher. Und die Niedersachsen-Sichtweite nur noch 4-5 Meter. Was Sie überfahren haben, sehen Sie etwas später. Ich fahre täglich Auto, steh täglich auf dem Stau. Und wo der gerade ist, sagt der Verkehrsinweis genau. Ich höre immer Radio den lieben langen Tag und warte auf den Verkehrsinweis, weil ich den gerne mag. Ich fahre täglich Auto, steh täglich auf dem Stau. Und wo der gerade ist, sagt der Verkehrsinweis genau. Ich höre immer Radio den lieben langen Tag und warte auf den Verkehrsinweis, weil ich den gerne mag. Ich fahre täglich Auto, steh täglich auf dem Stau. Und wo der gerade ist, sagt der Verkehrsinweis genau. B245 Halberstadt Eisleben. Die B245 in Schwanebeck ist noch voraussichtlich bis zum 2. Januar voll gesperrt. Der Verkehr wird hier örtlich umgeleitet. Fahrzeuge über 7,5 Tonnen können diese Umleitung nicht nutzen. Was ist denn da? Achso, schon. Verkehr und Wetter. Bei uns immer 10 Minuten früher. Radio Das war nur für dich, Toni, damit du immer wieder wie zu Hause. Ja, ich wieder heim. Klingt so heimisch. Was war das gleich? Bayern 3, ne? Mhm. Das ist witzig. Mache ich jetzt die ganze Nacht. Das munterste Nachtprogramm weit und breit, eure Radioservifete. Weil es schön ist. Du bist jetzt so still, Toni, habe ich dich jetzt irgendwie. Ich wollte das nicht. Tut mir echt leid. Toni, nun sag was. Hallo erstmal. Das ist so unklar. Los! Los, wir zählen mir den Hörer. Morgen! Ja, schönen guten Morgen, hier ist der Alex aus Heiligenstadt. Hallo Alex. Ach, Alex ist es. Ja, wer sonst? Nee, ist klar, Alex. Ja, logisch. Ich grüße den Marc, den Backstreet Boy. Wo warst du? Bei welcher Christmas Party? Ich war in Worbis vor ein paar Tagen. Schön, ja. War sehr lecker gewesen auch. Ja. Immer wenn ich nämlich meine Weihnachtsmannmütze abgenommen habe, Toni, damit du das auch verstehst, was kommt dann zum Vorschein? Wahrscheinlich ein SAW Bass Cup. Ein echter Backstreet Boy. Guck mich an, wie ich hier stehe. Alex, es ist schön, dass du das Gespräch auf dieses Thema gelenkt hast. Ich wollte sowieso Toni noch auffordern, mit mir auch über ernste Dinge zu sprechen. Oh, herrlich. Was ist herrlich? Was denn? Wenn, man kann ja wirklich von Waschbrett bei dir reden. Waschbrett? Ja, es bezieht sich aber nicht nur auf deinen Bauch, sondern auf die ganze Figur. Unglaublich! Unglaublich! Das ist ein Wahnsinnsskandal! Waschbrettfigur. Alex, ja? Muss ich mir das eigentlich gefallen lassen? Ich meine, du hast mich doch gesehen. Ich bin doch sportlich. Ich bin durchtrainiert. Ich bin der starke Marc. Ja, mit Sicherheit. Wir sind's. Ja. Hey, das ist doch ein gekaufter Hörer. Den hast du doch bestellt. Da gibt's doch irgend so einen Telefondienst. Ruf mich bitte um 1.27 Uhr an und sag, dass ich stark bin. Für 20 Mark. Für 20 Mark? Sag doch, dass du gekauft bist. Alex, 20 Mark? Nee, 20 Mark nicht gerade. Wie viel? Nee, nicht. Wie viel? Wie viel? Ach, du kannst wohl auch 20 Mark nicht rausgeben, oder? Wie viel? Ja, das halten wir lieber geheim heute Abend, würde ich sagen. Sag, wie viel? Wie viel? Ja. 2,50, dein Stundenlohn. Ja, stimmt die Scheckadresse noch? Ja, stimmt noch. 2,50. Stellst du schon Schecks aus? Na prima. Ja, ich hab gerade gar keine. Ich muss mal zur Bank. Die Gebühren höher, um den einzulösen.
Alex, deine Grüße, schieß sie jetzt ab, landesweit auf unserer Antenne. Here we go. Ich grüße alle meine DJ-Freunde aus Heiligenstadt, aus der Villa Lampe. Alle Leute, die mich kennen, dann grüße ich die Hildegard, die wilde Hilde. Hilde, sag was. Jo, Hilde freut sich sehr, nicht? Hilde, nach gut gelaunt. Hilde, was sagst du sonst so? Verkehr und Wetter. Stimmt, Hilde, ja. Ja? Das hat doch was. Wen grüße ich denn noch? Alle Jungs aus der Möhrenschenke, die heute Abend da rumsitzen und ich muss zu Hause sein. Und alle, die mich halt kennen. Armer Junge Alex, ne? Jawohl, ja. Alex, du kannst dich trösten. Bist du ganz alleine? Ja, ich bin zurzeit fast ganz alleine. Hast du ein Schwein? Ich hab hier Mark. Ja. Sollen wir tauschen? Hey, der ist billig. Der ist billig, ja. 2,50 übrigens. Also wer mir das bietet, 2,50 pro Stunde, der kann mich abwerben. Der will ja dich schon eine ganze Stunde. Prima. Alex, was heißt fast ganz allein? Wer ist denn da irgendwo? Ich hab mein Radio da und euch beide und ich dachte mir, wow, das kann man schon mal machen. Hast du einen Spiegel da? Ja, hier im Moment gerade nicht. Ja. Drop your pen, ne? Viel Vergnügen. Tschüss, Alex. Tschüss, Marc. Tschüss. Tja, Toni, gilt auch für dich. Mach schon mal einen Gürtel auf, bitte. Unglaublich! Oh, ja, ist unglaublich. Das ist ein Wahnsinnsskandal! Voll geil! Voll geil! Greaser, Blue Jeans, 1.33 Uhr, 3 Minuten nach 1:30. Toni, wir ersticken hier in Faxen. Ja. Wir erfaxen in Stecken. Mein Gott, was ist los mit SAW? In Bayer mit einem Wessi. Ja. Oh Gott, das passt doch nicht. Schmeiß den Bayern raus. Schmeiß mit AI. Übrigens, weißt du, was ich sehr schön finde? Gruß und Kuss auch mit K jeweils. Gruß und Kuss von mir. Ja, weißt du, was ich sehr schön finde? Von Ritschi aus Senftenberg. Dass Bayern keine Wessis sind. Ich bin Südi. Und wir hatten damals schon was gegen Wessis. Ja, ist schon klar. Diese Südis. Sowas wie dich. Mhm. Ich habe auch einen Fakt. Wo sind denn die wir schon vorgelesen haben? Wo stapelst du die? Da. Hier, die sind hier gestapelt. Was haben wir noch für Fax? Was ist denn das da? Liest du das da vor? Meine Meinung zu eurer Sendung. Sie ist normal. Schon falsch. Diese Sendung ist nicht normal. Die ist total bescheuert. Okay. Sie ist normal, bis auf die Tatsache, dass Toni ihr einen besonderen Touch gibt. Ja, ich... Naja. Ich grüße damit alle, die mich kennen. Sören und Katrin aus Magdeburg, Rudi aus Peine und den Radio-SAW-Fanclub und das Radio-SAW-Team. Vielen Dank. Viel Spaß weiterhin und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen Thomas und Diana aus Magdeburg. Vielen, vielen Dank. Wunderbar. Ebenso. Hallöchen Marc, hallöchen Toni. Jetzt lacht bloß nicht ins Mikrofonie. Reimen kann ich zwar nicht gut, zum Faxen habe ich dennoch Mut. Nächtlich lache ich mich fast tot, höre ich Marc im Nachtschicht-Trott. Trot. Ich aber trotz, das reimt sich ja nicht. Aber mit TT steht da hier ja, trotz. Du bist auch ein schlechter Reimer. Auch mit Feten tue ich immer, hilf mir einer. Der Lachkampf wird immer schlimmer. Krampf, nicht Kampf. Ach so, Krampf. Auch den Toni finde ich witzig, aber Marc, der macht echt süchtig. Echt, den soll ich mal sehen. Auf Schlaf verzichte ich jede Nacht, will aufbleiben mit aller Macht, um nur kein Witzchen zu verpassen. Die aufkommende Müdigkeit tue ich immer hassen. Das Grüßen muss ich wohl versäumen. Alle, die ich kenne, tun träumen. Am tollsten ist der Song am Stundenanfang. Der ist besser als jeder Bon Jovi-Gesang. Was habe ich dir vorhin beim Italiener gesagt? Gottel ist das Fax bescheuert, aber Telefon ist überteuert. Du kannst ja nicht mal lesen. Also tschüssi und macht's gut. Macht so weiter, wie ihr es immer tut. Conny aber aus Saalfeld. Schöner freudscher Versprecher von dir, der Lachkampf. Ja, Entschuldigung. Ja. Du kämpfst um jeden Lacher. Lacher hier, wir haben nur Lacher auf unserer Seite hier. Nur Lacher. 0391 630 439, unsere Faxnummer. Und die 0391 6374 zum Telefonieren. Morgen. Ja, hallo, hier ist Micha aus Kampenrode. Hallo, Micha. Ja, ich hab doch vorhin zum Wunschkindern geschwatzt. Wunschkindern, ja. Was bist du? Nochmal? Ein Trotti. Weißt du, was das ist? Ein Frotti? Frotti? Frotti. Frotti hat ja, kenn ich. Das ist ein Trotti. Ach, ein Trotti? Ja, weißt du, was das ist? Nö. Nee. Trotzpille. Was ist das? Trotzpille. Ach, Trotzpille. Trotti. Das ist nett, ne? Ja, sehr nett. Ja. Ja, jetzt muss ich mal den grüßen hier, ja? Ja, mach mal, ja. Ja, also meine Schwester Alexandra, Conda, Katja und so alle, die mich kennen, euch. Und ganz SAW-Team. Toll, geil. Ja, ist voll geil, ja. Ja, die lachen sich hier schon tot, meine Schwestern, ja. Ja, verständlicherweise. Okay, vielen Dank. Ja. Alles Liebe.
Schöne Grüße, ne? Tschüss, ja? Wir lachen uns auch tot hier. Morgen! Du müsstest jetzt was sagen. Dann nicht. Morgen! Wie geht's euch eigentlich so? Ganz gut, danke. Auch dir fröhliche Weihnachten. Morgen! Guten Morgen, ihr beiden Spaßvögel. Spaßvögel ist gut. Hier ist der Mario, der Bäckermeister. Um Gottes Willen. Oh, um Gottes Willen.